Könnt ihr euch mal erst um den bronzenen Wappengenossen hier kümmern? Das wäre sehr nett. I will aid you. This weapon is entirely worthless. Okay, Laundry, heil. I've got you now. Am besten gleich nochmal heilen. Consider it done. Raven Ash protects. Ja, dann protect mal Laundry. So, dankeschön. Eine Wunde, zwei Wunden. Das ist nicht so schön. I got it. Come at me, grave meat. So, die eine Himmelsklinge werden wir ja noch wegkriegen. So, die ist weg. Elixier der Stärke. Ist jetzt die Preisfrage. Wirken die dauerhaft? Diese Elixiere sind dauerhaft. Das ist ja cool. Und ich habe zwei davon. Huh. Ich sollte echt mal bei den Usables ein bisschen gucken, was ich da habe. Gucken wir mal, was ich hier drin finde. Eine Rast und Heiltränke, die ich nicht brauche. Ich sollte mal die ganzen Heiltränke verkaufen. Ich will das Spiel nämlich ohne Heiltränke schaffen. Wenn es hier schon so eine Herausforderung gibt. So, da oben sind, wenn ich richtig gesehen habe, drei Gegner. Slow and steady. Was haben wir denn hier? Eine Falle. Okay, okay, okay. Weg, 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 weg. So. Dasselbe Spielchen wie immer. Berührung des Titanen. Zaubert jeder auf sich selber. Gut. Und Laundry noch das hier. Beric, du tautest den mal. Und wir beide. I'll do it for the north. Afraid of death, worm. So, dann schrei ich mal. Lyra fehlt den. Dass wir den auch schnell wegkriegen. Nennt wir halt Lyra. I'll take care of it. Macht das die Dick der Stürme hier auch meine Reichweite geringer? Na toll, ist schon wieder auf Laundry. Scheinbar haben sie es mal wieder auf Laundry abgesehen. As you command.
Ja, der Herzschuss ging gut. Oh, ich kann auch Gegner verwunden. Das ist gut zu wissen. Can't do that. Ringklinge. Ach so, ist Zweihand, also nichts Besonderes. Und hier ist Material für meine Türme. So, da wir hier außerhalb der Mauern sind, wage ich es mal hier zu rasten. Und ein Sendschreiben erhalten. Soll ich jetzt ein Sendschreiben vorlesen? Mein lieber Brenno, ja. Und da heißt es, dass der Respekt vor Eltern kaum mehr existiert. Ich danke dir für dein Angebot, da ich schon zu begleichen und Engel zu verwöhnen habe. Und unauffällig zu bleiben, bringt nicht unbedingt viele Ringe ein. Ich habe als Gegenleistung etwas für dich beigefügt. Ich hasse es, wenn Pergament nur Staub ansammelt, und ich dachte mir, ein jüngerer Geist hätte vielleicht Verwendung für einige meiner Schriftrollen, die in meinen Regalen herumgeistern. Nun, bin ich das älteste Kind des Gerichts und ich habe in meiner Zeit viel gesehen. Vielleicht ist es das Beste, dass alle vermuten, ich sei alt, harmlos und es wert, in den Archiven herumzuschlurfen. Inspizierte man mich genau, würde Tunung sicherlich feststellen, dass ich in meinem fortgeschrittenen Alter nachgelassen habe. Mit einem Grund, warum ich da bin, wo ich bin. Ich bin nie aufgefallen. Du scheinst das Gegenteil zu machen. In mancher Hinsicht konntest du nichts dafür. Dir wurde die Ehre zuteil, Kyros Edikt zu verkünden. Zweimal. Dies abzulehnen hätte den sicheren Tod bedeutet, aber es anzunehmen hieß, sich auf die Bühne zu begeben, um von allen gesehen zu werden. Kyros mächtigste Waffe ist nicht das Edikt. Es ist ihre Fähigkeit, uns an das Seil zu Es ist ihre Fähigkeit, uns das Seil zu reichen, das wir uns nur zu gern um den Hals wickeln und uns damit erhängen. Vergiss das nicht, dein Anschreiben beinhaltet so viele Fragen. Was liegt dir am meisten am Herzen? Konzentriere dich darauf in deinem nächsten Schreiben und ich werde dir antworten, so gut ich es kann. Schicksalsbinder Meotis. Eigentlich mehr die Türme, obwohl das Wesen. Liebe Meotis, danke, dass du mich anhörst. Ich habe mehr Fragen, als ich Tinte habe, aber lass uns mit Kyros Edikten beginnen. Ich habe unter ihnen gelebt, sie verkündet und beendet. Das heißt, dass ich in Bezug auf dieses Thema um einiges mehr weiß als der durchschnittliche Laie. Und dennoch ist mein Wissen so gering. Nach den Türmen. Oh, das ist mehr. Liebe Meotis, es scheint weise zu sein, sein Zuhause zu kennen. Und da ich jetzt über den Turm des Berges herrsche, sollte ich alles darüber erfahren, was ich kann. Wenn du dein Wissen über die Türme mit mir teilen würdest, würde ich in deiner Schuld stehen. Ich beginne mit dem, was ich weiß und das ich bisher beobachtet habe. Der Turm des Berges scheint ungefähr zur gleichen Zeit erwacht zu sein, wie Kyros Edikt der Hinrichtung gelöst wurde. Eine Entladung von Arcane Energie überschwemmte meine Sinne und ich wachte nach, so wie es schien, nur ein paar Augenblicken auf der Spitze des Turms wieder auf. Oben befindet sich eine Art alte Skulptur und sie scheint das Herz der mystischen Energie des Turms zu sein. Ich habe Visionen gehabt und Empfindungen von der Skulptur erhalten. Es klingt seltsam, sie so zu beschreiben, als würde sie zu mir sprechen. Aber mir scheint es der beste Vergleich zu sein. Ich bin die erste Person, die von diesen Dingen berichtet. Es befinden sich noch weitere Türme auf dieser Welt. Ist das korrekt? Ja, abschicken. Du bist auch Turnen und du bist Vendrin-Wache. Wir haben Gunst bei der Vendrin-Wache? Durch was haben wir bei der Vendrin-Wache? Die Wendenwache war begeistert von deinen Taten und Worten. Gut. Das wäre das gewesen. Wie auch immer der Vogel es in diesem Sturm hierher geschafft hat. Okay, hier darf ich mich wieder am engsten Punkt verschanzen.
I got it. Lyra, mach mal auf uns aufmerksam. Sehr gut. Hau den mal um. Lantry. Eis. Ich Eis. Dann Schaden ausrufen. Beric taunten. This weapon is entirely worthless. Are you afraid of death? Lantry, wir brauchen Schutz. Und Beric muss geheilt werden. Damn thing couldn't pierce. Okay, wie kriege ich diese resolute Dinge weg? Vor allem, wenn sie sich heilen. Okay, Lantry heile ich selber. I will aid you. Pay attention, kids. You might learn something. Ja. Den da wegkriegen ist die große Herausforderung. Gut, Lantry heile ich selber. Ich heile Beric. Lyra brennt immer einen von Latz und Beric taunte right. Irgendwas. So, gut. Ja, genau. Einmal pro Begegnung Blut mit Stein trinken. We can do this. Hat das jetzt geklappt? Keine Ahnung. Lantry, heil dich. Ich eise den mal. Beric, mach mal alles benommen, was du benommen machen kannst. Lantry Eisen. Lyra, schwäch den mal. Okay. Lantry stechen. Ich stechen. Okay, jetzt ist er wieder kaum verletzt, weil er sich hochgeheilt hat. Beric hat halt das Problem, dass er ziemlich viele gegen sich hat gerade. Oh Gott, Lantry, heil dich. Am besten heil ich Lantry auch gleich mal. So. Das dürfte mir etwas Luft verschaffen. Beric, töte den endlich mal bitte. Lyra auf den. Lantry, heil mal Beric ein bisschen. Oh.
This weapon is entirely worthless. Erst muss die resolute Klinge weg.